Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und hier haben wir das HP Spectre 13. Das ist hiermit offiziell das dünnste Notebook der Welt mit einer Tiefe von 10,4 mm. Damit ist es sogar dünner als das mittlerweile in die Jahre gekommene Lumia 920, das wir hier haben. Und ich zeige das mal her im Vergleich, wie dünn das Notebook tatsächlich ist. Also wenn man sich das hier ansieht, das Lumia 920 ist tatsächlich eine Spur dicker, wenn man es verkehrt hinlegt, dann sieht man es auch. Das liegt eben daran, dass das HP natürlich so seine Standfüße hat, ist auch wichtig für die Kühlung. Klappen wir das mal auf. Das geht relativ einfach, ist auch sehr leichtgängig, das Scharnier. Und ihr könnt auch vielleicht sehen, wie dünn das Display ist. Es ist tatsächlich nur 1,3 mm dünn. Es ist ein Full-HD-Display, kein Touchscreen. Und wo ich gedacht habe, es sei ein Touchscreen, ist, weil es eine Glasbeschichtung drüber hat. Das ist aber wahrscheinlich eher so, dass dann einfach die Stabilität des Panels besser ist, da das einfach wirklich so unglaublich dünn ist. Also, was wir hier an Hardware haben, wir haben hier entweder einen Intel Core i5 Prozessor oder einen i7. Ich glaube, 8 GB Arbeitsspeicher stehen zur Verfügung. Und eine 256 GB bzw. 512 GB SSD, PCI Express angebunden, und ich vermute nicht, dass man hier wahnsinnig viele Komponenten austauschen wird können. Ja, einfach begründet durch dieses wirklich ultradünne Gehäuse. Ja, Full HD Display habe ich schon gesagt. Wir haben hier, also ihr seht hier eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, nicht verstellbar. Dann haben wir hier auf der rechten Seite die Lautsprecher. Betrieben von Bang & Olufsen mit einem eigenen HP Audio Boost, wie auch immer das funktioniert, also da habe ich noch nicht ganz meine Erfahrung damit gemacht, aber beim Test werden wir das dann auf jeden Fall ausprobieren. Als Anschlussmöglichkeiten stehen einzig und allein drei USB Typ C Anschlüsse zur Verfügung, und wie ich erfahren habe, kann man über jeden einzelnen das Gerät laden. Das heißt, ihr könnt euch das praktisch aussuchen, welchen ihr wofür verwenden wollt. Und einer davon ist ein, ich glaube, 2,1 Volt Ausgang, sodass ihr auch darüber euer Smartphone laden könnt. Auf der anderen Seite haben wir noch den 3,5 mm Klinkenstecker, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu sagen zu dem Gerät. HP verspricht eine Akkulaufzeit von 8 Stunden, was dann doch sehr respektabel wäre, dafür, dass das Notebook so wahnsinnig dünn ist. Nochmal, das sind 10,4 mm. Das ist eigentlich ja das Kernmerkmal dieses Geräts, das jetzt einfach praktisch die 11 mm Marke geknackt hat. Und es ist ja auch wahnsinnig schön. HP hat hier auf der Rückseite sein neues Logo verbaut. Ist hier Aluminium, bisschen in Kupferoptik auf der Oberseite. Das heißt, hier haben wir ein grau-braunes, also mit einem leichten Braunstich vom Gehäuse her. Das hier ist ja ein etwas dunkles Gold. Ich glaube, HP nennt das Dark Copper. Und auf der Rückseite, da haben wir Carbonfaser. Wie schon gesagt, auf der Oberseite ist es Aluminium. Insgesamt wirkt das Gerät wahnsinnig hochwertig. Es ist mit, ich glaube, 1,16 Kilogramm auch äußerst leicht. Und sobald wir das dann testen können, werden wir Näheres dazu verraten können. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.